Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Trez und dafür müssen wir keine Zeitreise machen, denn Trez gab es bereits in den 80ern und da waren das quasi die M&Ms, die ihr heute kennt, das waren die Trez der 80er. Die hatten auch so Schokodragees und dann hatten die es mit Erdnüssen und irgendwann waren Trez weg und dann gab es nur noch M&Ms. Die M&Ms haben quasi die Trez ersetzt. Und jetzt ist die Marke Trez wieder da. Die haben sich so ein bisschen neu erfunden. Wenn ich jetzt richtig deute, bringen die uns Peanut Butter so ein bisschen näher. Die nennt sich jetzt auch The Peanut Company. Da gibt es auch so Peanut Butter Cups. Die sehen aus wie von Reese's. Und die Farbe Orange ist ja auch so eine Signalfarbe für Peanut Butter. Kennen wir auch von dem Wettbewerber mit dem R von dem Reese's. Und jetzt gibt es Trez aus Germany. Finde ich total witzig. Ich habe diese Peanut Butter Cups noch nicht probiert. Aber wissen das? Das sind keine Cups, sondern das sind Buttons. Und die erinnern mich so ein bisschen an die Reese's Pieces. Mal gucken, ob die auch genauso schmecken, ihr Lieben. Am Ende des Videos gibt es wieder ein paar Zutaten in der Übersicht. Und wir wollen wahrscheinlich auch wissen, wie viele Erdnüsse sind hier drin und wie viele Kalorien hat das Ganze. Und deswegen gibt es dann noch ein bisschen Infomaterial. So, jetzt wollen wir aber erstmal snacken. Ah, ich muss sagen, ja gut, ihr könnt es nicht riechen, ne? Aber ich muss echt sagen, die riechen schon mal mega geil nach Erdnussbutter. Geruchlich ist das mehr als vielversprechend. Und das sind ja echt Buttons. Ah, ich dachte, hätten sie jetzt schwarz und orange gemacht, also mehrfarbig. Aber man hat sich hier für eine Farbe entschieden. Und jetzt werden die Trez mal verköstigt. Oh. Nee, ich guck mal gerade mal rein. Oh, ich habe dicke Backen, ne? Passt, ich könnte wahrscheinlich die ganze Tüte in die Backe machen, aber es ist ja hier ein Testkanal und kein Experimentkanal. Mhm. Ich fange jetzt so langsam an, die zu zerkauen und man merkt auch schon diesen Erdnuss-Buttergeschmack, der kommt so langsam durch. Mhm. Das ist sehr lecker und das hat auch was Eigenes. Das hat noch so einen Eigengeschmack. Es schmeckt nicht wie Reese's, sondern Trez hat einen eigenen Geschmack. Was ich gut finde, kann ja nicht alles gleich schmecken. Individualität finde ich gut. Aber ob ich den Geschmack jetzt gut finde, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich muss mal ein bisschen probieren. Also es schmeckt schon. Aber schmeckt es besser, schlechter oder genauso gut? Es schmeckt anders. Und ich würde es nicht als negativ bewerten, sondern interessant. Es ist, glaube ich, echt Geschmackssache. Wenn man Reese's nicht mag, mag man vielleicht die Trez. Wenn man Trez nicht mag, mag man vielleicht Reese's. Oder man mag sogar beides. Ich finde es interessant vom Geschmack. Ich glaube, daran könnte ich mich gewöhnen. Es ist nicht unbedingt Liebe auf dem ersten Biss. Aber es ist tatsächlich lecker und eine leckere Erdnussbutter-Alternative. Also es ist so ein bisschen anders. Das ist ganz interessant. Ich glaube auch, als ich damals zum ersten Mal Reese's gegessen habe, war ich da schon mal Feuer und Flamme. Ich glaube, ich musste mich auch erst an diesen Erdnussbutter-Geschmack gewöhnen und dann habe ich ihn geliebt. Trez könnte auch Liebe auf den zweiten Blick werden. Ich finde, die haben eine Chance verdient, diese Buttons. Die haben wirklich eine Chance. Da haben wir so ein bisschen mehr Auswahl auch im Regal. Deswegen gibt den Trez mal eine Chance. Von mir bekommen die Buttons erstmal 7 Punkte, ihr Lieben. Die sind lecker, aber anders lecker. Man muss sich vielleicht noch so ein bisschen drauf eingrooven. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!